Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten. Amerika, Ahaus, Jülich. 152 Kastoren brauchen ein Lager, wo sie sind. Abschieben ist keine Lösung. Geöffnet die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Rohwedder das Wort. Rufst du den Witzel noch mal auf? Gerne. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier drinnen im Raum, draußen im Internet. Gesetz und höchstrichterliche Rechtsprechung erlauben den Betrieb kerntechnischer Anlagen nur, wenn eine ordentliche Entsorgung gewährleistet ist. Nach wie vor gibt es kein Endlager und so behilft man sich mit Zwischenlagern. Auch diese müssen ordentlich genehmigt und sicher sein. Betreiber und Aufsichtsbehörden stehen in der Verantwortung. In Jülich läuft der Betrieb jetzt seit Jahren ohne Genehmigung und aufgrund von Anordnungen. Der Betreiber hatte unzureichende Unterlagen eingereicht, sodass die abgelaufene Betriebsgenehmigung nicht verlängert werden konnte. Ein Gutachten kann die Gefahr einer Bodenverflüssigung bei Erdstößen nicht ausschließen. Die Räumung des jetzigen Zwischenlagers wurde angeordnet. Die Frage ist, wohin mit dem strahlenden Müll? Die Option USA stößt dort auf Widerstand. Savannah Riverside ist in einem traurigen Zustand und erweckt nostalgische Gefühle an ein Industriemuseum aus den 1950ern. Es erfüllt genauso wenig die Anforderungen an die Sicherheit wie das Lager Ahaus. Beide Optionen kommen deshalb nicht in Frage. Sie wären ohnehin erst in einigen Jahren durchführbar. So lange kann der jetzige schwebende Zustand nicht anhalten. Auch die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Vermeidung von Nukleartransporten steht gegen eine solche Lösung. Der zuständige Landesminister kann den Neubau eines Zwischenlagers anordnen, das die Anforderungen an die Sicherheit sowohl bei Bodenverflüssigungen als auch gegen Flugzeugabstürze und Angriffe mit modernen Waffen wie Hohlraumgeschossen erfüllt. Einerseits die Räumung aus Sicherheitsgründen anordnen, andererseits aber eine ungewisse Anzahl von Jahren zu warten, zumal ohne Entscheidung, welche der beiden Transportoptionen gezogen werden soll, ist ein Unding. Es steht kaum zu erwarten, dass die jetzigen Betreiber selbst das neue sichere Zwischenlager vor Ort beantragen, das wir so schnell wie möglich brauchen. Wir brauchen auch nicht darauf zu warten, dass die zuständige Bundesbehörde unseren Minister eventuell mal anweist, sondern wir können selbst. Keine Abschiebung, sondern Residenzpflicht für die nuklearen Globuli. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rohwedder. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Bell. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich habe hier einen ganzen Ordner mitgebracht. Alles kleine Anfragen, Anträge, die insgesamt noch nicht mal anderthalb Jahre alt sind und die sich alle genau um den gleichen Sachverhalt drehen, der heute wieder mit dem Antrag von Ihnen beantragt worden ist, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten. Und die ganzen Sachverhalte, um die es da geht, sind sowohl bei der Beantwortung der kleinen Anfragen, Herr Wirtz hatte auch welche gestellt, als auch bei den entsprechenden Gesprächen im Fachausschuss, wo wir ebenfalls zusammengesessen haben und entsprechend darüber gesprochen haben, hinlänglich erläutert, hinlänglich bekannt gemacht worden. Deswegen wundert es mich, ich will das mal so deutlich sagen, dass wir uns hier wie in so einer Endlosschleife immer wieder mit einem Sachverhalt beschäftigen, der zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar keinen neuen Erkenntnisgewinn hat. Null Erkenntnisgewinn. Sie schlagen hier einen Antrag auf, um dieses Thema schlichtweg bisschen öffentlich mal wieder bespaßen und bespielen zu können. Aber Sie wissen ganz genau, dass es aktuell keinen neuen Erkenntnisstand und kein neues Interesse eigentlich an der Debatte hier gibt. Was ist der aktuelle Sachstand, wie er, wenn Sie ein Stück weit recherchiert hätten, auf Anfrage der Abgeordneten Silvia Kotting-Uhl, Oliver Krischer, Annelie Bürbeck und weiterer Abgeordneter und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen,
von der Bundesregierung am 17.02. entsprechend übermittelt worden ist. Ich darf mit Erlaubnis des Präsidenten entsprechend die einschlägigen Antworten kurz skizzieren. Auf die 9. Frage: Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung bezüglich des Vorschlags der Geschäftsführung der Yen MbH, die Option Neubau eines Zwischenlagers direkt am Standort Jülich nicht weiter zu verfolgen? Und wenn ja, wie hat sie diesen Vorschlag begründet? Antwort der Bundesregierung: Nach Kenntnisstand der Bundesregierung gehen das MYMH und die Yen MbH davon aus, dass es sich bei der Option des Neubaus eines Zwischenlagers am Standort Jülich angesichts der bestehenden Räumungsanordnung um die Option handelt, deren Umsetzung die längste Zeit in Anspruch nehmen würde. Die Prüfungen sind nicht abgeschlossen. Frage 10 und Frage 11. Wie bewertet die Bundesregierung die Feststellung der US-Behörden im Vortrag www.admin und so weiter, wonach noch zahlreiche Untersuchungen und Vorarbeiten zu erledigen sind, die wahrscheinlich noch Jahre in Anspruch nehmen werden, bevor die AVR Brennelemente in die USA exportiert werden können? Und welche Konsequenzen haben diese Aussagen der US-Behörden auf die Planung der Bundesregierung bezüglich des weiteren Umgangs mit den AVR-Kastoren? Frage 11. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung bezüglich der Aussage des US-amerikanischen DOA, wonach dieses erst nach Errichtung einer Pilotanlage zur Aufarbeitung der Kugeln entscheiden will, ob die Kugeln übernommen werden, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für das weitere Vorgehen der Bundesregierung? Die Fragen 10 und 11 werden im Zusammenhang beantwortet. Nach Auffassung der Bundesregierung sind alle zur Umsetzung der Räumungsanordnung des MYMH relevanten Sachverhalte von der Yen GmbH bei einer Aktualisierung des Optionenvergleichs angemessen zu berücksichtigen. Die Bundesregierung sieht sich gehalten, Bewertung und Entscheidung der aufsichtführenden Behörde des MYMH nicht vorzugreifen. Dieser Aussage ist schlichtweg nichts weiteres hinzuzufügen. Ich sage mal, lassen wir doch einfach die Spiele sein. Wir werden natürlich der Überweisung zustimmen, weil es parlamentarischer Brauch und parlamentarische Praxis ist. Aber ein Stück weit könnten wir uns auch so einen wirklich parlamentarischen Unsinn zur Erhalt der Lebensqualität sparen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bell. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Wirz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 152 Kastoren brauchen ein Lager. Abschieben ist keine Lösung, heißt es im Antrag der Fraktion der Piraten. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass die Landesregierung dieses wichtige und sensible Thema von sich aus aufgreifen und im Landtag diskutieren würde. Doch ich glaube, die zahlreichen politischen Großbaustellen im Land waren wohl wichtiger als eine schnelle und nachhaltige Lösung der Lagerproblematik für die Kastoren im Zwischenlager in Jülich. Es ist doch schon mehr als verwunderlich, dass Herr Dün als für die Atomaufsicht zuständiger Minister vor rund 2 Jahren zunächst die unverzügliche Räumung, Entfernung der Brennelemente angeordnet hat und seitdem aber nicht bereit ist, politische Verantwortung zu übernehmen und sich für eine der 3 Optionen zu entscheiden. Selbstverständlich war dem Minister klar, dass die Räumung des Lagers nicht innerhalb weniger Wochen durchführbar ist. Ebenso klar war ihm, dass seiner Anordnung der gemeinsamen Koalitionsvereinbarung hier in Nordrhein-Westfalen entgegenstehen würde. Aber trotzdem hat er die Entscheidung getroffen und damit ein rot-grünes Trauerspiel begonnen, das im politischen Deutschland seinesgleichen sucht. Der Minister hat sich durch die Anordnung in eine politische Sackgasse manövriert. Und was tut er? Anstatt zu wenden und wieder hinauszufahren, lässt er den Karren dort stecken und schleicht sich still und heimlich zu Fuß wieder davon. Anscheinend, er ist ja heute nicht hier, ist er noch immer zu Fuß auf dem Weg. Statt entschlossen und konstruktiv an einer Lösung mitzuwirken, ja Verantwortung zu übernehmen, hat er sich seitdem lieber einen schlanken Fuß gemacht. Ganz offensichtlich scheint ihn die derzeitige Situation recht wenig zu stören. Jedenfalls lässt er nicht erkennen, dass er seiner Verantwortung gerecht wird. Meine Damen und Herren, die Problematik, Herr Bell, haben Sie auch darauf hingewiesen,
Die Problematik der Lagerung in Jülich ist nicht neu. Und die CDU-Landtagsfraktion hat sich hierzu bereits mehrfach klar positioniert. Von allen drei Varianten halten wir den Bau eines neuen Zwischenlagers in Jülich, wie es der Antrag der Piraten vorsieht, für die denkbar schlechteste Option. Ein solcher Neubau ist nämlich extrem zeitaufwendig. Und er widerspricht im Übrigen auch die Dauer von rund 10 Jahren, mit einer Dauer von rund 10 Jahren nicht nur dem Wortlaut der unverzüglichen Räumung, sondern geht auch mit umfangreichen Genehmigungsverfahren und massiven Eingriffen in das dortige Naturschutzgebiet einher. Für einen so langen Zeitraum den aktuellen genehmigungslosen Zustand zu dulden, halten wir für unverantwortlich. Das ist auch mit uns nicht zu machen, meine Damen und Herren. Jülich liegt in einem Erdbebengebiet und das Zwischenlager ist laut eines Gutachtens nicht erdbebensicher. Und darüber hinaus befindet sich das Lager auf dem Gelände des Forschungszentrums, in dem mehr wie 5000 Menschen beschäftigt sind und das in unmittelbarer Nähe zum Zwischenlager. Wollen Sie das eigentlich weitere 10 Jahre ignorieren? Eine Unterbringung im bestehenden Lager in Ahaus oder ein Transport in die USA halten wir daher für die bessere Lösung. Und deshalb fordere ich Sie, meine Damen und Herren von SPD und Grünen, deswegen nochmals auf, den Weg dafür freizumachen. Der Bund und die in Jülich Verantwortlichen arbeiten seit vielen Jahren mit Hochdruck an ein tragfähiges Konzept. Und es ist deshalb auch für Sie höchste Zeit. Legen Sie bitte die ideologischen Scheuklappen ab und beginnen Sie endlich konstruktiv und an einer möglichst schnellen und gleichzeitig sicheren Lösung mitzuwirken. Wir gehen offen, transparent und sachorientiert mit diesem Thema um. Und das Gleiche erwarten wir auch von Ihnen und insbesondere von der Landesregierung. Und deshalb fordere ich Sie auf, Frau Ministerin Schulze, Sie vertreten ja Ihren Kabinettskollegen Dün heute hier, zeigen Sie endlich klare Kante. Sagen Sie uns und den Menschen im Land und insbesondere im Jülicher Land, welche Meinung die Landesregierung vertritt und ob sie einen konkreten Plan zur Umsetzung haben. Es ist bereits genug Zeit verstrichen. Und der Überweisung des Antrages im Wirtschaftsausschuss stimmen wir selbstverständlich zu. Dankeschön, Herr Wirz. Und für die Grüne Fraktion spricht Herr Markert. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, erlauben Sie mir zu Beginn meiner Ausführungen, dass ich noch einmal unsere Arbeitsgrundlage zitiere aus dem atompolitischen Teil des Koalitionsvertrages. Und dort heißt es: Zudem lehnen wir sinnlose und gefährliche Atomtransporte quer durch Nordrhein-Westfalen ab. Wir wollen, dass die Kastoren, vor allem die in Jülich lagernden, nur noch einmal transportiert werden, nämlich zu einem Endlager, wenn hierfür ein Standort gefunden ist. Zitat Ende, das ist unsere Arbeitsgrundlage. Und daraus ist auch vollkommen klar ersichtlich, dass wir in der Analyse durchaus mit Ihnen übereinstimmen, dass wir nämlich den Transportwanderzirkus der Jülicher Atomkugeln, der Hinterlassenschaft, der atomaren Hinterlassenschaft, die dort lagert, gegenüber äußerst skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Und wir sehen uns dabei ausdrücklich auch in guter Partnerschaft mit der Gewerkschaft der Polizei, die solche Transporte auch ablehnen. Und ich will hier hinzufügen, für diejenigen, die nicht so tief in der Materie drin sind, es handelt sich um 75 bis 150 Transporte quer durch Nordrhein-Westfalen und ungefähr ab 2035 die gleichen Transporte nochmal zurück. Denn würde man sie nach Ahaus verbringen, dort könnten sie mit Sicherheit auch nicht bleiben. Und deswegen haben wir schon vor Jahren hier gesagt, als Koalition, als Grüne, auch getragen durch den Koalitionsvertrag, diesen Wanderzirkus, ich wiederhole mich, lehnen wir entschieden ab.
In einem Rechtsstaat ist es dann allerdings so, wenn Sie für eine Lagerung keine Genehmigung haben, dann muss man die Genehmigung, den genehmigungsfreien Zustand entweder herstellen oder andere Lösungen präsentieren. Das, was ich allerdings vom Kollegen Wirz hier gehört habe, lieber Josef, muss ich ganz entschieden zurückweisen. Denn ein Transport in die USA ist weder rechtlich geboten noch angesichts des hohen Transportrisikos etwas, wo man so mir nichts, dir nichts einfach mal die Forderung erheben sollte, nur deswegen, weil man nach dem St. Florians-Prinzip eine bestimmte Region kugelfrei machen will. Das geht auch nicht, und so gibt es eben bei jeder der zur Verfügung stehenden Optionen auch abwägungsentscheidend relevante Gründe, die man hier ins Feld führen muss. Und deswegen sollte man sich hier nicht als Opposition hinstellen und den zuständigen Atomaufsichtsminister da als Fußgänger in der Entscheidung oder so darstellen, wie das hier eben angeklungen ist, sondern man muss eben sehen, wenn eine solche Rechtsfrage mit hohen Abwägungsproblematiken verbunden ist, dass man das eben nicht mal eben so schnipp wie von der Oppositionsbank offensichtlich das leicht erscheinen mag, entscheiden kann. Zum Thema Erdbebenproblematik frage ich dich dann aber, Josef, wenn das denn mal entschieden worden wäre, es wird ja immer spekuliert, mir liegt kein neuer Erkenntnisstand vor. Das Gutachten, von dem immer die Rede ist, was beauftragt ist, liegt noch nicht vor. Das ist also Nebelstochern. Nur käme man zu dem Ergebnis, dann würde sich ja auch die Frage stellen, was ist eigentlich mit den Braunkohlegruben, was ist mit dem Braunkohleabbau in einem erdbebengefährdeten Gebiet, wie sieht es dort mit den Sümpfungswässern aus, wie sieht es mit der nahe benachbarten chemischen Industrie aus, ist das akzeptabel, wie sieht es mit der Stadt Köln aus? Nein, es ist nicht akzeptabel, und insofern muss man das hier dann auch letztendlich zur Kenntnis nehmen, dass auch das ein Problem wäre. Und deswegen, für uns als Grüne gilt der Koalitionsvertrag, wir haben keine neue Entscheidungsgrundlage, es gibt kein neues Gutachten. Wir haben uns mehrfach dafür ausgesprochen, Transportzirkus zu vermeiden, weil es das geringste Risiko ist. Und wenn transportiert wird, dann nur noch einmal in ein Endlager, wo immer das dann sein wird. Da gehören solche Kugeln hin, aber jedenfalls nicht, indem wir es von A nach B, von B nach C und irgendwann wieder zurück nach A verschaffen. Es ist an der Zeit, da haben Sie vollkommen recht, dass wir irgendwann hier Entscheidungen treffen. Die Arbeitsgrundlage habe ich erläutert, und deswegen, da gebe ich dann durchaus auch meinem geschätzten Kollegen Bell auch recht. Wir haben keine neue Entscheidungsgrundlage, insofern freuen wir uns auf die Beratung im Ausschuss. Dort werden wir das miteinander besprechen. Vielleicht gibt es bis dahin neue Erkenntnisse. Ansonsten halte ich den Antrag zum jetzigen Zeitpunkt für entbehrlich, weil wir das alles schon mehrfach hier beschlossen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Markert. Und für die FDP-Fraktion nimmt nun Stellung Herr Kollege Brockes. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu dem vorliegenden Antrag der Piraten wurde ja bereits das meiste gesagt. Daher möchte ich mich kurz fassen. Die Piraten, ja, nicht zu früh freuen, Herr Kollege Schmalenbach, ja, denn die Piraten wollen mit diesem Antrag erneut versuchen, mit den Ängsten der Menschen beim Thema Kernenergie Politik zu machen. Herr Kollege Schmalenbach, wenn das denn das Einzige ist, was den Piraten noch einfällt, dann ist das ehrlich gesagt auch ein Trauerspiel. Meine Damen und Herren, ich kann das ja insofern verstehen, da die Anti-Atom-Initiative am 21. Mai ihren Aktionstag gegen Castortransporte von Jülich nach Aarhus hatten. Das ist soweit verständlich, dass Sie deshalb den Antrag hier stellen. Aber es ist meines Erachtens ein durchsichtiges Unterfangen, und es ist nicht die Art und Weise, meines Erachtens, wie man Politik machen sollte, nämlich mit den Ängsten der Bürgerinnen und Bürger. Denken Sie zum Beispiel auch an die Sitzung des Umweltausschusses in der nächsten Woche. Die Piraten haben allen Ernstes den Tagesordnungspunkt gestellt. Ich zitiere die Überschrift: Nuklearunfall in Niedersachsen mit radioaktivem Ausstoß. Meine Damen und Herren, wohlwissend, dass es einen solchen Unfall nie gab, sondern dass es um eine Bund-Länder-Übung für den Worst Case wird oder eine Übung ist, setzen Sie diese Überschrift. Sie suggerieren damit diesen Unfall, und das ist ebenfalls absolut unwürdig. Meine Damen und Herren,
kommen wir zur eigentlichen Sache. In Jülich lagern bekanntlich die Brennelemente aus dem Betrieb des AVR in 152 Castoren. Inzwischen ist die Aufbewahrungsgenehmigung abgelaufen. Meine Damen und Herren, seit 2 Jahren findet das quasi in einem rechtsfreien Raum statt. Und das, meine Damen und Herren, das ist skandalös, dass die Landesregierung hier tatenlos zuschaut. Denn es gibt grundsätzlich 3 Möglichkeiten, wie zu verfahren ist. Wurde ja auch schon genannt. Zwischenlagerung weiterhin in Jülich in einem neuen Lager. Das muss dann aber erst noch genehmigt und gebaut werden. Schätzungen zufolge würde der Neubau mindestens 8 oder 9 Jahre dauern und 40 Millionen Euro kosten. Zweiter Weg, Verbringung der Castoren in die USA, was zunehmend unrealistisch wird. Oder eben drittens, die Behälter nach Ahaus zu transportieren. Meine Damen und Herren, die Landesregierung betont stets, dass sie sich jede Option offen halte. Aber genau darin liegt das Problem. Wer sich Optionen offen hält, entscheidet nicht. Aber die Landesregierung, meine Damen und Herren, ist hier in der Verantwortung, endlich zu reagieren, endlich zu entscheiden, um diese rechtsfreie Situation endlich aufzulösen. Die rot-grüne Landesregierung hat die Frage, wie mit den in Jülich zwischengelagerten Brennelementekugeln in Zukunft verfahren werden soll, von Anfang an absolut dilettantisch behandelt. Der Landtag hat sich Ende 2011 mit den Brennelementen beschäftigt und Rot-Grün hat seitdem nichts zu Wege gebracht. Castortransporte wurden kategorisch ausgeschlossen, weil man natürlich sein eigenes Wählerklientel hier nicht verbrennen will, obwohl dies eben im Vergleich zu anderen Wegen die absolut günstigste Lösung gewesen wäre, meine Damen und Herren. Stattdessen haben sie sich mit unrealistischen Verbringungen in die USA beschäftigt und damit Luftschlössern hinterhergelaufen. Meine Damen und Herren, Rot-Grün muss endlich aufhören, den Leuten Sand in die Augen zu streuen, indem behauptet wird, die Castoren könnten langfristig weiter in Jülich lagern. Rot-Grün hat bis heute kein realistisches Konzept für den Verblieb der Brennelemente in Jülich vorgelegt. Und das ist ehrlich gesagt skandalös. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Brockes. Und für die Landesregierung spricht nun Frau Ministerin Schulze in Vertretung von Herrn Minister Dünn. Bitte schön, Frau Ministerin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich spreche heute in Vertretung meines Kollegen Herrn Minister Dünn. Sein Ressort ist als Landesatomaufsicht unter anderem für die atomrechtliche Aufsicht über das AVR-Behälterlager in Jülich zuständig. Kurz zur Erinnerung, im Sommer 2014 wurde durch das Wirtschaftsministerium die unverzügliche Entfernung der Kernbrennstoffe aus dem AVR-Behälterlager in Jülich angeordnet. Und sehr geehrter Herr Wirz, unverzüglich bedeutet in diesem Zusammenhang, die Betreiberin des Lagers hat dieser Räumungsanordnung ohne schuldhaftes Verzögern nachzukommen. Dazu hat die Betreiberin, seinerzeit das Forschungszentrum Jülich GmbH, nun die Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen, ein Konzept vorgelegt. Und JEN, also diese Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen, ist zu 100% in Verantwortung des Bundes. Nordrhein-Westfalen hat die atomaufsichtsrechtliche Aufsicht. So viel vielleicht zu der Aufgabenteilung. Die JEN muss ein Konzept vorlegen und das hat sie auch getan. Dieses Konzept sieht 3 Optionen vor. Die Beförderung der Kernbrennstoffe in ein neu zu errichtendes Zwischenlager auf dem Forschungsgelände in Jülich, die Beförderung der Kernbrennstoffe in das Transportbehälterlager Ahaus und drittens die Verbringung der Kernbrennstoffe in ihr Herkunftsland USA. Es ist noch nicht absehbar, für welche der 3 Räumungsvarianten sich die Jülicher Entsorgungsgesellschaft entscheiden wird, denn das muss uns klar sein, die Entscheidung wird nicht durch die Landesregierung getroffen, sondern fällt in Jülich. Die Frage, was die Landesregierung favorisiert, stellt sich also nicht. Als Landesregierung ist es unsere Aufgabe, darauf zu achten, dass Jülich alle notwendigen behördlichen Auflagen einhält, um die Sicherheit zu gewährleisten. Insofern ist die Landesatomaufsicht im intensiven und ständigen Kontakt
sowohl mit der Betreiberin als auch mit der Genehmigungsbehörde, dem Bundesamt für Strahlenschutz. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Schulze. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir können abstimmen. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags mit der Drucksache Nummer 12.105 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Wer stimmt dem so zu? Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Alles nicht der Fall. Einstimmig so überwiesen. Vielen Dank. Und dann rufen wir auf den Tagesordnungspunkt 9. Antrag der